Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Schmankerl aus dem Jahr 1987 mitgebracht, das jetzt, also beziehungsweise übermorgen, also am 23.06. von Turbine Medien in 6 verschiedenen Mediabooks ausgewertet wird. Und zwar ist das William Dears Familienkomödie Bigfoot und die Hendersons aus dem Jahr 1987. Und das ist einer der Most Wanted-Titel von Becky und mir, auf die wir echt lange gewartet haben. Und der kommt heute pünktlich zum Start der Sommerferien hier in Nordrhein-Westfalen, in Westphalia. Hier in Nordrhein-Westfalen kommt der dann rechtzeitig zu uns, sodass wir uns den heute Abend mit der Familie reintun können. Bigfoot und die Hendersons, super geil. Das ist natürlich nicht die erste Veröffentlichung. Es gab im Jahr 2015 schon eine von Edel Germany. Ich sag mal so, die war nicht so, naja, gut. Sie ist vor allen Dingen mittlerweile für den Schnapper von rund 75 € erhältlich, so dass man also sagen kann, hey, da kann man sich doch direkt zwei kaufen, ja. So, jetzt gibt es halt 6 verschiedene Mediabooks. Da hätten wir einmal hier auf dem Tisch haben wir Cover A liegen. So, ja, das ist auch meines Erachtens das Schönste, aber es gibt halt noch 5 andere und da hätten wir einmal hier Cover B. So, auch nicht schlecht, gefällt mir auch gut, auch mit den Farben und so, nicht übel. Dann haben wir noch Cover C. Das finde ich persönlich, naja, es erinnert so ein bisschen an Alf, wobei der ganze Film erinnert ja so ein klein bisschen an Alf, ja. Dann haben wir hier noch Cover D. Ja, auch nett, auch nett. Und dann haben wir natürlich noch Cover E. So, ja, das finde ich persönlich ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen gruselig, irgendwie, ich weiß es, also nicht so ganz mein Geschmack. Und dann haben wir noch Cover F. So, ja, und bevor es jetzt wirklich überhand nimmt, so mit Cover F ist dann auch Schluss. Wir haben Cover A hier auf dem Tisch liegen und ich sag mal, von innen sind sie wahrscheinlich alle gleich. Das heißt, beide haben die Blu-ray hier drin liegen. Und dabei handelt es sich wohl um eine, ja, wir haben einen remasterten Sound in Deutsch und Englisch. Wir haben Featurettes, neues Bonusmaterial, Audiokommentar und ja, limitierte Mediabook Edition. Limited Mediabook Edition ist klar und ein 28-seitiges Booklet haben wir auch noch mit dabei. So, und das schauen wir uns jetzt erstmal an. So, ich pack's aus, ich kann es wirklich kaum erwarten. Es ist total geil. Also das ist wirklich so ein Film. Da freue ich mich wie so ein kleines Kind. Übrigens hier, habt ihr gesehen, das Messer ist wieder da. Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass der Film jetzt hier auf dem Tisch liegt und gleich in den Player wandert. Das ist schon geil. Es ist schon wirklich toll. Das ist so ein Film, den habe ich damals als Kind wirklich geliebt. Wobei als Kind ist gut. Also als, ja doch, als Kind. Als Kind und als Jugendlicher habe ich den echt geliebt. Ich fand den super und mal sehen, ob da heute immer noch taugt. So, da haben wir einmal dieses Aufkleberchen hier mit dem FSK-Siegel und den Hinweisen, die ihr eben schon gesehen habt. Das wandert jetzt so, wie es ist, in den Müll. Und dann haben wir hier ein mattes Mediabook. Ich persönlich mag matte Mediabooks sowieso lieber als Hochglanz-Mediabooks. Jetzt ist ja auch kein Spotlack oder sowas drauf. Brauche ich persönlich auch nicht. Ja, Spielerei, dass die Mediabooks dann unnötig teurer macht. Und wo wir schon dabei sind, teurer machen, dieses Mediabook kostet 28 € bzw. 27,95 € und ist ausschließlich im Turbine-Shop erhältlich. Also dieses Artwork hier, das kriegt ihr absolut nur im Turbine-Shop. Zumindest im Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass das bald auch woanders noch erhältlich ist, aber offiziell jetzt erstmal nur im Turbine-Shop und limitiert ist das Teil auf 555 Stück. So, ich mag das hier mit diesen Details hier und das ist schön gemacht. So, dann haben wir auf dem Spine draufstehen Bigfoot und die Hendersons. Nicht ganz, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen auseinandergezogen. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen näher zusammen machen können. Aber gut, das ist halt der Schriftzug von vorne, da hat man nicht viel gemacht. Ja, hier, das ist halt so lang. Aber hätte man das hier ein bisschen gekürzt, hätte es meiner Meinung nach besser ausgesehen. Das sieht so ein bisschen unstet aus. Aber naja, gut, so ist es halt. Oben haben wir den Hinweis auf Turbine und unten haben wir den Hinweis auf Universal Pictures. Hier nochmal Bigfoot selbst und hier Blu-ray. Wobei, wenn ich richtig informiert bin, handelt es sich um ein DVD-Blu-ray-Kombi-Paket. Das heißt, wenn ihr den Film jetzt haben wollt und ihr wollt dieses Mediabook haben, habt aber gar keinen
Blu-ray-Player zu Hause stehen, dann könnt ihr euch das Teil trotzdem zulegen, weil es ist auch eine DVD mit drin, obwohl hier da nichts von draufsteht. Auf der Rückseite haben wir den großen Fußabdruck von Harry. So, ja doch, hier steht's drauf. Jetzt schauen wir uns mal den Vorleger an, der glücklicherweise nur aufgelegt war und nicht festgeklebt. So, ja, das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Da haben wir hier oben die Inhaltsangabe, dann noch ein bisschen einen Werbetext. Hier haben wir Harry, der... Ist das ein Foto oder ist das gezeichnet? Nee, ist ein Foto. So, dann haben wir hier zwei Bilder aus dem Film. Hier das Bonusmaterial aufgeführt. Hier die Credits. Und dann haben wir hier einmal die Produktspezifikationen der Blu-ray und hier die Produktspezifikationen der DVD. Dann haben wir hier noch Urheberrechtshinweise, Universal Pictures, Turbine und ansonsten Limitierung haben wir hier nichts draufstehen. Ist aber wohl auf 555 Stück limitiert, auch wenn jetzt hier auf den ersten Blick nichts zu sehen ist. So, was wir sehen, das Mediabook ist etwas dünner, ein bisschen mehr Bewegung drin, ja, als früher bei Turbine. Die haben ja, um den Preis gleich zu halten, ein bisschen die Qualität nach unten geschraubt, haben sie so kommuniziert, wobei ich könnte da jetzt nicht sagen, dass die qualitativ großartig Federn gelassen hätten oder so. Also das bisschen Bewegung, bisschen viel Bewegung. Ja, das ist halt auch schon das einzige Gut. Sie sind ein bisschen dünner, finde ich persönlich auch nicht schlimm, passen mehr Mediabooks ins Regal. Wir haben ja alle Platzmangel, alle Sammler haben Platzmangel, ja. Und ja, ist halt so. Also ich persönlich finde es nicht so dramatisch und dass man jetzt auch hier auf Matte Mediabook setzt, finde ich persönlich sogar ziemlich gut. So, vorne drin liegen haben wir die Blu-ray, die schaut so aus. Und hinten drin liegen, eben schon gesehen, ist die DVD. Die schaut so aus. Auch schön, dass die DVD mit dabei ist. Ich persönlich mag das. Es ist nur ein Cent, ein paar Cent kostet das, wenn man den Titel sowieso schön lizenziert hat und dann hier jetzt noch eine DVD mit dazu packt. Aber ich finde es schöner für Leute, die kein Blu-ray-Equipment haben, dass sie den dann trotzdem so kaufen können. Es gibt nämlich wirklich noch Sammler, die haben gar keinen Blu-ray-Player. Von 4K Ultra HD ganz zu schweigen. So, was mir allerdings jetzt schon auffällt, die Disc, die klebt am Rand so ein bisschen und die ist auch... Gut, das kann man jetzt wahrscheinlich auch in der Kamera nicht sehen, aber das ist, hier sind überall so leichte Kanten, so kleine, leichte Ecken drin, als wenn das nicht richtig verarbeitet wäre. Aber ich denke, das wird kein Problem sein, die abzuspielen. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es mir halt auffällt. Bei der Blu-ray ist das nicht der Fall. Nein, hier haben wir einen richtig schönen, glatten, runden Rand und hier klebt auch nichts. Woran es liegt, ich weiß es nicht. Ich habe es aber jetzt erwähnt. So, hinten haben wir ein Bild von Harry und vorne haben wir die Hendersons. Ja, hier John Lithgow. Toll, toll. Also ein ganz toller Film. Ich kann mich aber, muss ich fairerweise dazu sagen, kaum noch daran erinnern. An einzelne Szenen kann ich mich erinnern und ich weiß, dass ich den damals geliebt habe. Das wird vermutlich sein wie bei Munchies. Wenn ich ihn jetzt heute Abend gucke, dann kommen die Erinnerungen beim Gucken. Und dann, ja, jetzt gleich kommt das. Das ist irgendwie schön, so alte Filme, die man früher geliebt hat und fast vergessen hat, dann nochmal neu zu entdecken. Und dann mit Kindern ist es nochmal so schön, weil man dann den Film durch die Augen der Kinder quasi nochmal zum ersten Mal sieht. So, dann haben wir hier vorne dieses Artwork auf der Titelseite des Booklets. Gefällt mir auch gut. So, dann haben wir hier John Lithgow. Ja, 50 Jahre, das hat ein bisschen was dazu geschrieben. Wobei, ich weiß gar nicht, ist der nicht neulich verstorben? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich will da jetzt auch nichts falsch sagen, ja. Also ich, das war jetzt so ein bisschen so. Jetzt, was mir auffällt hier, die Titelseite ist dick und das weitere, das ist sehr, sehr dünnes Papier. Sehr, sehr, sehr dünnes Papier. Es ist von der Haptik her nicht schlecht. Aber es ist halt wirklich sehr dünn. So, ich finde die Schrift auch, es ist eine schöne Schrift, aber ich finde sie etwas zu klein. Dafür finde ich es schön, dass hier so ein marmorierter Hintergrund ist, also so etwas grau und nicht direkt knallig weiß. Kann man dann jedenfalls deutlich besser lesen. So, und jetzt kommen hier auch die ersten Bilder aus dem Film, oder waren eben schon, doch, ja, hier, gut, das ist ein Familienfoto, doch, hier sind auch Bilder aus dem Film, ja, hier sind jetzt keine, also sind halt Bilder aus dem Film drin, auch das ist etwas, wo ich sage, brauche ich eigentlich nicht, aber wenn ich mir das hier so ansehe,
Das Verhältnis von Text zu Bild ist dann doch recht gut, weil es sind recht wenig Bilder drin. Wobei so Behind-the-Scenes-Bilder oder Poster oder sowas wäre mir persönlich lieber gewesen. Aber ja, was schimpf ich hier? So, dass das Papier auch, das glänzt nur sehr, sehr wenig, finde ich persönlich auch sehr schön. Ich mag ja so Hochglanzpapier nicht. Wir sind jetzt hier bei uns in der Mitte angelangt. Hier sind die beiden Tackerklammern, die das Booklet an Ort und Stelle halten, nämlich in der Mitte, wo es hingehört. So, dann haben wir hier noch weitere Bilder. Wie das ausschaut, haben wir hier überall so Zitate von den Darstellern. Finde ich auch schön. So, das hier, ja, jetzt weiß ich nicht, ist das hier jetzt, das ist auch ein Foto, ne? So ein bisschen, ja, so ein bisschen gefiltert, das Foto. Schade, da hätte ich wirklich lieber irgendwie so Zeichnungen oder irgendwas gehabt oder das hätte ich schöner gefunden. Aber abgesehen davon muss ich sagen, es ist auf jeden Fall vom Umfang her des Booklets und von dem Verhältnis ist das schön. Das Papier, ja gut, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, die Qualität ist ein bisschen zurückgeschraubt worden, aber ich finde, es hält sich alles noch absolut im Rahmen. Gut, das Papier ist halt wirklich ziemlich dünn, ne? Und naja, gut, aber letzten Endes, ja, wenn dafür das Produkt vom Preis weiter da bleibt, wo es war, finde ich das gut. So, und hier haben wir noch einen Hinweis zum Autor des Mediabooks. Auch schön. Und ja, alles in allem muss ich sagen, ich bin erstmal sehr zufrieden hiermit. Besonders zufrieden bin ich natürlich damit, den Film jetzt endlich hier zu haben und nochmal gucken zu können. Und ich denke, das Mediabook ist auch eine schöne runde Sache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch, ob ihr den Film kennt, ob ihr den Film mögt. Es kam auch eine Serie dazu, glaube ich. Ich kann mich aber nicht mehr so genau erinnern. Kann sein, dass da jetzt alles so ein bisschen durcheinander ist. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf, den Film heute Abend nochmal zu gucken. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, habt schöne Sommerferien, seid schlau, schaut blau und bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer und wie immer, bleibt geil.